Hallo und willkommen zum ersten Videopodcast von Tribur.de. Im Blog hatte ich ja schon vor einiger Zeit von dem Comic Iuricus Magnus von Kriver und Verhaast geschrieben. Und Kriver war so freundlich und hat mir ein Exemplar zugeschickt, hat dieses auch gewidmet und mit einer eigenen Zeichnung versehen. Jetzt kann man mal vergleichen, wie ein Blogger im Vergleich zu einem bloggenden Iuric aussieht. Kriver alias Chris von Brüssel ist eigentlich Architekt, das sieht man auch an den Zeichnungen, und als solcher auch an der Restaurierung der Kathedrale oder der ehemaligen Kathedralkirche von Tongeren beteiligt. Diese reicht übrigens bis in die frühkarolingische Zeit zurück und das verwundert nicht wirklich, denn der Lütticher Großraum ist vielleicht das Kerngebiet der Karolinger. Dazu kann ich dieses Buch empfehlen. Der Lütticher Raum in frühkarolingischer Zeit von Matthias Werner ist ein bisschen schwer zu lesen, aber eigentlich ganz klasse, wenn man sich dafür interessiert. Und da finden wir auch den Übergang zum Comic jetzt. Denn der Comic behandelt eigentlich die Karolinger Zeit bzw. die Zeit Karls des Großen und lehnt sich dabei an der Vita Caroli Magni von Einhard an. Jedoch werden alle Personen umbenannt, die Völker werden umbenannt, aus den Franken werden die Euren oder Öhren und aus den Sachsen werden die Fahlen. Karl heißt dann Iuric und sein Biograf Einhard heißt nicht mehr Einhard, sondern Tvedhard. Das ist übrigens im Flämischen ein kleines Wortspiel, denn Einhard kann man im Flämischen übersetzen als Einherz und Tvedhard dann entsprechend als Zweiherz oder Doppelherz. Die Ähnlichkeiten zu Karl dem Großen zeigen sich auch schon auf der ersten Seite, wo nämlich steht, dass der Comic auf der Vita Iurici Magni des Tvedhard basieren würde, also quasi auf der Comic-Version des originalen Einhard und der originalen Vita Caroli Magni. Der Comic als solches gefällt mir sehr gut. Die Figuren sind immer plastisch dargestellt, schattiert, die Hintergründe wunderschön farbig und detailliert ausgearbeitet. Ich habe allerdings im Internet einige Kritik gelesen zu dem Comic. Die Hauptsache bezog sich auf den ersten Teil des Comics, in dem dem Kritiker zu viele Porträts oder Nahaufnahmen der Gesichter existierten, während er den zweiten Teil besser fand, da er meinte, hier wären auch andere oder großformatigere Aufnahmen, Totalen zu sehen. Das kann ich so nicht bestätigen, denn der Anfang enthält zwar einige Porträtaufnahmen oder Nahaufnahmen auf die Person, ich halte das aber eher dafür oder damit begründet, dass man am Anfang eher die Person einführen möchte, denn auch hier werden immer wieder die Panels unterbrochen durch Großflächen, wie zum Beispiel dem Einzug auf die Burg der Fahlen oder der Festsaal, wo die Friedensvertragsfeierlichkeiten stattfinden sollen. Hier finde ich übrigens auch ganz toll die Details, so kann man auf diesen Bannern, die in dem Festsaal hängen, Wolfskrieger erkennen. Interessant ist aber dann, dass im zweiten Teil, wo der Kritiker meinte, dass diese Porträt- oder Personenaufnahmen aufgebrochen werden, die Aufnahmen fast, oder die Bilder, die Zeichnungen, muss ich ja sagen, fast mehr an eine Graphic Novel erinnern. Wenig Text, viel aussagekräftige Bilder, schwarz-weiß zum Teil, nur um Kontraste zu erzeugen. Also optisch finde ich sehr gut. Vielleicht hat der Autor oder der Zeichner Kriver hier auch noch seinen Stil finden müssen. Ob er nun einen normalen, in Anführungszeichen normalen belgischen Stil wählt oder ein bisschen mehr in die Richtung Graphic Novel geht. Ansonsten aber ganz toll. Ein bisschen problematisch ist das natürlich mit den Gebäuden, den Architekturzeichnungen. Kriver hat hier mehr romanische Teile einfließen lassen und Burgen, die stark an die Romanik erinnern und hohe Festungsbauten darstellen. Aber auch das halte ich eigentlich weniger für ein Problem, denn dadurch, dass man den Comic eigentlich loslöst von der Karl dem Großen Geschichte und es nur daran anlehnt, gerät man hier auch nicht in den Zugzwang, zwingend zu behaupten, dass dieses auch so in Karolinger Zeit existiert haben müsste.
So ein toller Comic hat natürlich auch einen Nachteil. Er ist nicht auf Deutsch erschienen. Das heißt, momentan liegt das Werk nur in Belgisch vor und dann auch nur noch in der Softcover-Version, wie sie hier neben steht, denn das Hardcover ist vergriffen. Die Softcover-Version kostet in Belgien 10 Euro, aber wie gesagt, sie ist nicht in Deutschland erhältlich und auch nicht auf Deutsch übersetzt. Das wäre eigentlich mal eine Chance für die großen Comic-Verlage, hier mal zuzuschlagen, vor allem wo doch im nächsten Jahr das Karlsjahr stattfindet. Und da wäre der Comic, auch wenn er Karl nicht explizit erwähnt, doch sehr gut angebracht.